Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Einrichten mit Riol. Wie ihr seht, bin ich mal wieder in einem nicht so schön aussehenden Raum und das ist auch gut so, denn in dieser Ausgabe heißt es mal wieder, verschönern wir diesen Raum und wir wollen heute aus diesem Raum eine schöne Wellness-Oase zaubern. Also los! So, und dann fangen wir auch mal direkt an mit einer schönen mediterranen Beleuchtung. Und dafür brauchen wir 6 Sugarcanes und 2 Grasblöcke oder Dirtblöcke. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich nehme jetzt gerade Gras und pflanze sie hier hin. Dafür braucht ihr aber auch Wasser, was ich in diesen Ecken hier schon vorbereitet habe. Wir setzen die Sugarcanes einfach oben drauf. Und man sieht schon, es sieht irgendwie so ein bisschen schön aus. Also ich mag es sehr und deswegen empfehle ich es euch auch. Auch im Dunkeln hält es oder man macht den Eindruck, es wäre etwas heller, als es sonst ist. So, gehen wir jetzt zu unserer Kiste, damit ihr sehen könnt, was ihr für das nächste Projekt braucht. Und das nächste Projekt ist unsere Dusche. Dafür braucht ihr eine Pressure Plate und 6 Glasplates. Und ihr werdet gleich sehen, ich habe da schon mal was vorbereitet, wie Tim Melzer jetzt sagen würde. Aber zuvor setzen wir erstmal unsere Glasplates so hin. Und die anderen so hin, damit das Wasser hinterher nicht mehr rauslaufen kann. So, da würde ja natürlich noch nichts passieren bei euch, wenn ihr jetzt auf diese Pressure Plate drauf tretet. Doch jetzt zeige ich euch mal, was ich vorbereitet habe. Und zwar hinter dem Haus ist eine kleine Redstone-Leitung. Und zwar, wenn man die Pressure Plate aktiviert, geht diese Fackel hier aus. Und das andere natürlich auch. Und diese Pisten oder dieser Pisten wird zurückgezogen, sodass das Wasser hier schön in die Dusche laufen kann. Hier vorne habe ich nochmal eine Umschaltung vom Redstone-Signal gemacht, sogar damit eine kleine Redstone-Lampe aktiviert wird, wenn man in der Dusche ist. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Und zwar werfen wir jetzt einfach eine Glasscheibe hier auf die Pressure Plate. Das Licht geht an und das Wasser fließt. Klappt. So, wieder zur schlauen Kiste und das Licht anmachen, damit wir weitermachen können. Das nächste, was wir machen werden, ist die kleine oder ja die Ecke, wo die Frauen sich schminken können und die Männer sich rasieren. Oder auch die Frauen. Wir setzen diesen Cauldron hier hin und den Eisenblock dorthin. Ich habe ganz vergessen zu erzählen, was wir brauchen. Entschuldigung dafür. Wir brauchen einen Water Bucket, einen Block of Iron, einen Cauldron und einen Lever. Der Block of Iron dient als Spiegel. Ich meine, ich bin jetzt ein Vampir, ihr könnt mich nicht sehen, sorry. Und ja, der Schalter, mystisches Geräusch, der Schalter dient dazu als Wasserspender. Und jetzt haben wir den natürlich umgelegt, also muss auch Wasser rein. So, weiter zur Kiste. Und was machen wir jetzt? Nämlich die Toilette. Dafür brauchen wir ein Grey Wool oder ein Grey Wool, ein Water Bucket, ein Button, ein Cauldron und noch eine Trapdoor. Das werden wir hierhin machen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, diese ganze Fläche hier ist mit Slabstone ausgelegt. Mit Slabs. So, den Cauldron, den legen wir hier vorne hin. Die Grey Wool, beziehungsweise wir brauchen 2 Grey Wool, stellen wir hier hin. Die Plate, die kommt hier drüber. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander vor Pressure Plates und allem drum und dran. Die Trapdoor können wir gleich auf und zu machen. Dafür die noch der Knopf. Und natürlich muss auch wieder Wasser rein. Also öffnen wir sie ganz kurz mal und legen das Wasser rein. So, wer möchte, kann drauf gehen. Aber was natürlich jetzt alle interessiert und wo, glaube ich, alle drauf gewartet haben, ist die Badewanne, die richtig funktioniert, wo ihr euch richtig draufsetzen könnt, beziehungsweise reinsetzen könnt und ein Bad genießen könnt. Dafür brauchen wir einen Lever, einen Hebel, eine Sandstone Slab, beziehungsweise mehrere oder eine Slab eurer Wahl, einen Block eurer Wahl, eine Rail, ein Water Bucket und 2 Minecarts. So, ich werde hier einen kleinen Podest bauen, wo unsere Badewanne dann reinkommen kann. Wie ihr das macht hinterher, das könnt ihr natürlich variieren. Ein Loch für die Minecarts. Und jetzt zeige ich euch den Sinn und die Funktion von der Badewanne. Ihr setzt euren Block hier hin und eine Rail drauf, sodass ihr die Minecarts draufsetzen könnt. Und wenn ihr diesen Block jetzt wegschlagt, dann seht ihr, die Minecarts fallen runter und sie stapeln sich. Und deswegen macht das gleiche nochmal, sodass die Minecarts sich stapeln. Und es hat geklappt. Lefer, der dient wieder als Wasserspender. Es hat diesmal zum ersten Mal geklappt. Und das Wasser einfach reinkippen
Und wie ihr seht, ihr sitzt drin, es funktioniert. Ihr könnt jetzt ein schönes Dampfbad genießen in eurer schönen neuen mediterranen Ausruh-Wellness-Oase. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal ein bisschen hektisch war, was daran liegt, dass ich gerade etwas Kopfschmerzen habe und auch noch etwas krank bin. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Glück beim Nachbauen, viel Spaß beim Nachbauen und möchte mich auch nochmal bei euch bedanken für die neuen Abonnenten und die vielen Daumen hoch, beziehungsweise die Kommentare, die ihr mir geschrieben habt. Ich wünsche mir, dass es diesmal auch wieder klappt. Und diesmal könnt ihr in die Kommentare schreiben, welches Zimmer wünscht ihr euch denn jetzt mal? Ob es das Wohnzimmer ist, ob es, keine Ahnung, der Garten ist oder was auch immer. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!